Seit die Menschen Geschichte niederschreiben, gibt es eine Irrsinnsmenge von Berichten über Menschen, die aufgestanden sind, also nicht nur morgens, um die Herausforderung des Schicksals anzunehmen. Tapfere Männer, ergriffen vom Feuer der Revolution. Unsere Erzählung nun wandert hart am Rande dieser leidenschaftlichen und doch romantischen Historie. Es ist die wahre Geschichte zweier adliger Brüder. Und sie erzählt von den Banden des Mitgefühls, die sie miteinander verknüpften und nicht zuletzt von ihrer aufopfernden Hingabe für eine gerechte Sache. Sei's drum, ihre wahnwitzigen Abenteuer haben viel zu lange in der düsteren Schublade des Vergessens geschmort. Vielleicht deshalb, weil sie keinen schnöden, eitlen Ruhm auskosten wollten. Doch nun an diesem strahlenden Sommertag in Paris soll das Schicksal seinen Lauf nehmen. Nein, nein, nicht doch, nicht doch! Halt, halt, halt! Wohle, wohle, Fische, wir jagen vom Meer! Wohle, wohle, Fische, wir jagen! Wohle, wohle, Fische, wir jagen vom Meer! Es ist Bäcker Marmelade! Alles okay, Jungs, hier ist es. Keule, häng mal deine Patientenkralle raus, ob ihr Klofliegen sausen. Keine Klofliegen, astreine Kneipe. Hallo, auch dich, keine Milben und Flugballen. Setz mich einfach dahin. Monsieur Tablettschlepper, alles was Füße hat. Die Typen hier halten ihren bezahlten Winterschlaf ab. Alles Geburtsrentner. Du, sag es, Bader, wie viel haben wir heute verdient? Stapelweise, Mann. Wer ist weise, Mann? Wie viel sind die Lappen hier im Dollar? Keine Ahnung. Ist das nicht echt heiß, Mann? In den Staaten würden die uns einlachen, wenn wir auf der Straße losgeigen. Und hier bezahlen sie uns, damit wir abhauen. Das ist, weil das sind nicht solche Kulturbrausen in Nausen. Bar. Hey, Meister, was sollen die Fusseltiere? Das haben Sie doch bestellt, alles, was Beine hat. Mann, ist mir schlecht. Schleppen Sie den Schotter weg, die eine Krabbe hat Schweißsocken. Davon kriege ich Pickel so groß wie Haferflocken, damit du mal klar siehst. Ist dir klar, dass wir die Rockmusik Relobutz, wie heißt Revolutioniert. Das? Weißt du eigentlich, wo wir überall gespielt haben und kein Mensch wollte uns hören? Wie Karl Marx, dem hat auch keiner zugehört. Rock'n'Roll und Karl Marx, da hat die Welt mächtig dran zu knöpern, weißt du das, Mann? Schon Frisur- und Bartmäßig, also ich meine, wenn du dir so die Gesichtsflusen betrachtest, dann muss dir doch klar werden, dass der alte Kalle und ich und... Du! Du trägst das mystische Zeichen, da auf deinen Arm. Hm? Und deine Lippen. Du hast auch das mystische Zeichen. Er hat das mystische Zeichen. Du hast das mystische Zeichen. Seid ihr Brüder? Ja, wir sind die Marx Brothers. Ich habe euch etwas furchtbar Wichtiges zu sagen, euch beiden. Aber zuerst müsst ihr mir Geld geben. Aha. Na los, gib's hier schon. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt schon? Ich brauche noch etwas mehr Geld. Ja, jetzt kommt es. Gib ihr mehr, dann kommt ihr schneller. Etwas mehr Geld. Geld, noch mehr Geld. Gut, ich erzähle euch jetzt erstmal den ersten Teil. Erstmal den ersten Teil. Vor langer, langer, langer Zeit. Auf einer Insel weit, weit entfernt. Bereits vor ihrer Geburt war das Leben unserer beiden Brüder gekennzeichnet von Spott- und Ränkespielen. Ihr Herr Vater war ein reicher und mächtiger Aristokrat. Und wäre nicht seiner leidenschaftlichen, jungen, schönen Frau jener romantische Seitensprung unterlaufen, unsere beiden Helden wären vermutlich zu richtigen Gentlemen erzogen worden. Dann allerdings hätten wir jetzt keine Geschichte zu erzählen. Los, los, beeilt euch! Na, geh schon, geh schon, geh schon! Man kann es schon fast sehen!
du wirklich? Nein, das hätte ich ja nicht gedacht. Sowas, sowas, sowas. Trotz des beklagenswerten Verlustes ihrer Altvorderen verbrachten Chi-Chi und Chongi, wie sie genannt wurden, eine glückliche Kindheit. In der harten, aber gerechten Atmosphäre des Landlebens. Haben.
Mama, Ihre bescheidene Erziehung konnte aber niemals die Tatsache übertünchen, dass es sich bei ihnen keineswegs um gewöhnliche Bauern handelte. Sie verrieten ihre Abstammung durch ein so außergewöhnlich stark ausgeprägtes Mitgefühl füreinander, dass jeden von ihnen Freude oder Schmerz für den anderen empfinden ließ. Und im Laufe der Jahre sollte sich zeigen, welch schwere Last sie dadurch zu tragen hatten. Neun Jahre später. Kinder, ich geht's auf den Markt. Aber ich sage euch, dass ihr ja brav seid, verstanden? Ja, Nanni. Ein riesiger Drachen ist vorbei. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein riesiger Drache ist vorbei und hat dann das Haus angeschnauzt. Ja, dann hat es Feuer gefangen. Ja, dann hat es Feuer gefangen und sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann haben wir ihn getötet. Ja, nein, 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 wir wollten ihn töten. Ja, wir wollten ihn ja, töten. Ja, und dann ist er davongeflogen. Davongeflogen, dann haben wir ihn getötet. Und dann haben wir ihn getötet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann haben wir angefangen, das große Feuer zu löschen. Ja, und wir haben angefangen, das große Feuer zu löschen Und dann haben uns die Zigeuner entführt. Ja, gerade kurz bevor wir das Feuer löschen und haben uns die Zigeuner entführt. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann haben sie uns in einen Sack gesteckt. Nein, oh nein, wollten sie uns töten. Sie hatten uns mit einer goldenen Kette gefesselt. Ja, goldene Kette, sehr gut, sehr gut. Und dann haben wir den Sack umgebracht, sie getötet. Mit einer Gitarre. Alle umgebracht. Weil sie nämlich keine Noten und deshalb haben wir sie umgebracht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, die Geschichte glauben Sie. Ja. Ja, gut. Ja, dann lass uns heimgehen. Ja. Hey, wo gehst du hin? Ich gehe heim. Nein, 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 heim ist da lang. Nein, 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 heim ist da lang. Du bist blöd, heim ist da lang. Und du bist doch viel blöder. Es geht da lang. Geht es nicht. Geht es doch. 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 Nach heim geht es da lang, du Blödian, du Blöder. Quatsch, du wirst dich nur verirren. Werde ich nicht, Edge. Das werden wir ja sehen. Gut. 21 Jahre später. Kukaracha, eine Spitzenkakerlacke. Hier muss es irgendwo gewesen sein. Hallo? Ist irgendjemand zu Hause? Nanni! Wo steckt ihr denn alle? Hallo? Keine Bewegung. Nur ein Mucks und du bist tot. Wer bist du und was willst du hier? Ich war hier früher mal zu Hause. Ich habe hier mal mit meinem Bruder gewohnt. Du bist ein Lügner. Ich habe hier mit meinem Bruder gewohnt. Shongi! Ich bin Chi-Chi. Kennst du mich denn nicht mehr? Chi-Chi! Ich bin sein Bruder Chi-Chi. Du lügst. Mein Bruder war kein Mexikaner. Ich zeig dir, dass ich's bin. Oh! Chi-Chi! Ja. Wo warst du denn nur so lange?
Ach, ich bin von Zigeunern verschleppt worden. Sie haben mich bis nach Mexiko gezerrt. Du lügst doch. Du hattest dich verirrt, nicht wahr? Nein, ich habe mich nicht verirrt. Doch, hast du... Nein, und ich bin verschleppt worden von Zigeunern. Ich habe die ganze Zeit in Mexiko gelebt. Du siehst toll aus, aber irgendwie so mexikanisch. Na, ist ja klar. Ich bin ziemlich großer Landbesetzer. Die nennen mich da Don Giganti. Wenn ich mal mächtig wütend bin, nennen die mich Don Stinkwuti. Na, wie findest du das? Und du siehst ja furchtbar aus. Was ist denn bloß passiert? Was sind denn all die anderen? Wir haben furchtbare Zeiten durchgemacht, seit du weg warst, mein Bruder. Mischlinge, schlimme Männer regieren das Land. Alle, die wir mal kannten, sind tot oder im Gefängnis. Diese furchtbaren Männer. Sie plündern unsere Felder und rauben uns die Frauen weg. Ja, es müssen ja Geier sein. Hallo. Es gab tatsächlich nur zwei Dinge, auf die ein französischer Bauer sich verlassen konnte. Auf den Tod und die Steuern. Und aufgrund der ein wenig übereifrigen Arbeitsmethoden der Steuereintreiber ging Ersteres häufig Letzterem voran. Es tut gut, wieder mal durch einen Wald zu laufen. Ist so friedlich hier. Und die Knospen zu schnuppern. Eine giftige Eiche, mein lieber Bruder. Ach so. Hey! Lieb Bruderlein! Wo bist du? Du bist jetzt tot, Kumpel. Was machst du denn da? Ich übe für die große Revolution. Mit einer Kartoffel? Oh, das ist nicht nur eine Kartoffel. Pass gut auf. Brezel runter. Oh, was war das? Die macht aus sich selbst Pommes frites. Man kann sagen, dass hinter jeder bösen Tat in diesem Lande der fiese Comte de Pobac stand. Ah, mein süßes Mauseschwänzchen. Du sollst nicht beschmutzen deine süßen kleinen Pfötchen mit diesem beschmutzten Bauern. Nun, ich meine, wir wissen, was er verbrochen hat. Er hat mehrmals gestohlen Holz aus dem königlichen Wald. Er behauptet, das sei für seinen Ofen, um zu wärmen seine hungernden Kinder. Und wenn man das glauben soll, dann ist die Wahrheit eine Schlampe. Ich weiß, wofür er es braucht. Er braucht es, um Waffen herzustellen. Und er müsste doch wissen, dass Waffen allerstrengstens verboten sind in meinem Königreich. Oder zumindest im Königreich der Königin. Sie glaubt jedenfalls, dass es das ihre ist. Ach, mein geliebtes kleines Mausschwätzchen. Gib mir einen Kuss. Oh. Haben wir etwa Karies? Nun, mein Freund, du siehst, wir sind außerordentlich galant zu euch dreckigen Bauern. Wir haben dir deine liebe Frau gebracht, damit sie dir Gesellschaft leisten kann. Ich hoffe, du liegst da recht bequem. Oh, er schnauft so. Fühlt er sich nicht wohl? Zieht seine Beine noch ein wenig länger. Länger. Hast du schon mal Chili con Carne gegessen? Ich glaube, in Frankreich gibt's kein Chili con Carne. Ach, ich weiß noch, in dem Lokal, in dem ich mal gearbeitet habe, das mir gehört hat, natürlich. Da hatten wir mal einen Wettbewerb, wer am meisten davon essen konnte. 2 10-Liter-Eimer habe ich gegessen. Und danach hatte ich immer noch Hunger, aber die Kneipe musste zumachen. Ach, ja. Ich habe so einen Hunger, dass ich ein ganzes Rudel Schweine vertilgen könnte und einen Elch. Oh, Wut, ein fleischiger Nasendrüßling. Dieses widerliche, ekelhafte Gesinde. Oh, widerlich. Oh mein Gott. Mein Gott, man hat mich beworfen mit Kot. Vorwärts! Mauseschwänzchen, hast du das gesehen? Mauseschwänzchen, großer Gott, wo ist mein Mauseschwänzchen? Ich kann nicht leben ohne mein Mauseschwänzchen.
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie belästige, während Sie so beschäftigt sind, aber haben Sie mein Mauseschwänzchen nicht gesehen? Ich bin wahnsinnig. Bleib da, such mein Mauseschwänzchen. Verdammt nochmal, tu doch etwas. Puh. Donner, bitte. Ihr habt aber echt große Laubfrösche hier in Frankreich. Ach, ein Sitzmarder. Na komm mal her, put. Na komm schon, komm. Na siehst du, das schmeckt dir, ist was ganz Feines, ne? Der Arsch hat einen wolfsmäßigen Kohldampf. Reißt einen den Arm bis zur Schulter raus. Was für ein Gebiss. Sein Vater war ein weißer Hai. Der gehört Pobak. Wie, Zwieback? Kein Wunder, dass er so gemein ist. Pobaks Männer sind bestimmt unterwegs und suchen das Vieh. Denn merke, da wo der Herr, da das Geschirr, der Hund. Na siehst du, hör mal Feuerchen. Er ist glücklich. Vorsicht, Pobaks Schergenstiefel sind hinter uns. Vielleicht hat sein Herrchen Angst gehabt, dass wir hier Zwergpudel am Spieß braten. Hey, Mann, sind aber eine Menge Touristen unterwegs. Gibt's hier Freibier oder was? Oh, einen Haufen guter Drummer haben die. Hey, Bruder. Was schätzt du, was sie mit uns vorhaben? Vielleicht kommen wir an einen Pfahl und jeder darf sich ein Stückchen von uns abschneiden. Das nennen die hier Fondue. Echt, was los hier? Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Fans haben. Nicht doch, Jungs. Oh. Mann, was meinst du, ob sie dem jetzt die Haare schneiden? Hast du das gesehen? Die zwei auf die Guillotine, los, mach schon! Hey. Ganz ruhig, mein Bruder. Du bist gut. Die meisten hier würden auch gern wie Helden sterben. Hey, du da, willst du wie ein Held sterben? Ich tausche gern mit dir. Wir haben so etwa denselben Hals und... Vielleicht, da wird die Klinge stumpf. Also wer mit mir tauscht, kriegt meine Briefmarken. Mexiko komplett. Und eine große Flasche Warzentod. Pobak! Oh, keiner will. Pobak, wir danken dir dafür, dass du uns die Gelegenheit gibst, zu zeigen, wie tapfere und aufrechte Männer zu sterben verstehen. Du wirst uns zwar töten, schon möglich. Nein, damit tötest du aber nicht die Revolution. Ich bin ein Korse. Und Korsen fürchten niemals den Tod. Bravo. Bravo. Es ist doch wahrhaftig ein Jammer, dass solche noble Worte auf dieser Welt deine letzten sind. Kann ich auch mal kurz was sagen? Also, ich bin Mexikaner und ich habe echt die Hosen voll. Ehrlich, Leute, ich will leben. Wir haben deinem Hund doch gar nichts getan. Er hat an meiner Brust Bäuerchen gemacht. Ich war wie seine Mutter. Zuerst hat er mir fast den Arm abgerissen, aber dann war er ganz zutraulich. Aber ich bin großzügig. Dafür braucht sich keiner zu entschuldigen. Oh, schleime nicht, mein Bruder. Denn ein echter Revolutionär ist niemals schleimig. Na gut, dann haut ihm den Schädel ab. Er ist ganz scharf drauf. Wenn Sie ihm die Birne absägen, fühle ich den Schmerz. Hey, Bruder, Moment! Meine Freunde, ihr Dreckigen, ihr Bauern, ich habe mich entschieden, in meiner unendlichen Güte, weil ich im Besitz eines butterweichen Herzens bin,
Ich will das Leben dieser beiden Brüder verschonen. Unvorstellbarer Jubel erfüllte die Luft. Doch in dem Moment, als die Brüder der Gunst der Stunde dankten, machte das Rad ihres Schicksals bereits eine weitere Drehung. Ihre Mannestugenden waren den reizenden Töchtern der Königin nicht verborgen geblieben, die ihre zärtlichen Gefühle jedoch hinter einem Schleier königlicher Erziehung verbargen. Den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich glaube, ich bin verliebt. Vielleicht schreibe ich ihm einen Liebesbrief. Tja, ich weiß nur eins. Ich bekomme an der frischen Luft immer einen unheimlich riesigen Appetit. Gesindel! Gesinde! Schafft Essen heran! Oh, die Erdbeeren sehen aber köstlich aus. Mutter, ich würde sie vorkosten lassen. Nie wieder werde ich etwas essen. Oh, Ricky, hilf mir. Sie will das einfach nicht verstehen. Oh, welch ein Jammer. Sie haben drei wunderbare, spannende Exekutionen versäumt. Es wurde geblutet und geschrieben. Majestät, wir lieben zu frühstücken. Ihr wolltet ein paar von den Erdbeeren naschen. Ich habe sie extra für eure Majestät besorgen lassen. Sie sind gesund für eure Majestät. Für ihn sind sie nicht sehr gesund. Er ist allergisch gegen Erdbeeren. Pobak! Wir wissen genau, was Sie Furchtbares tun. Wir sind nicht blind. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Und ich gebe zu, dass es mir sehr schwer gefallen ist, diese beiden Verbrecher, diese korsischen Brüder, vor dem Fallbeil zu bewahren. Ich hätte sie mir jetzt schon bei ihren Ahnen gewünscht. Aber es schien mir, als wären sie sehr populär. Die Menge war wie rasend. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe mir da etwas Feines ausgedacht. Etwas, das die beiden wünschen lässt, niemals auf dieser Erde gewandelt zu sein. Sie sind ein ekliger Kerl. Widerwärtig, entsetzlich, grauenvoll. Pervers. Pervers. Das ist das Wort, das ich hören wollte. Ihr macht meinen Tag erst schön, Gnädigste. Pervers. Wie wundervoll zu wissen, dass man anerkannt wird. Glaubt mir. Wenn ihr nicht eine Frau wärt, ich wäre imstande, euch zu küssen. Sei kein verdammter Blödian, Pobak. Verzeiht bitte. Ich habe Hunger wie ein sibirischer Riesenwolf. Bringt mir sofort ein paar Eier! Ist alles bereit? Jawohl, Ihre Gnaden. Und das Öl ist auch schön heiß. Jawohl, Ihre Gnaden. Lass mal sehen. Na, nicht die Finger bewegen, du Trottel. Wie soll ich die Temperatur feststellen? 230 Grad. Ja. Celsius. Celsius. Na, ganz schön heiß ist das. Mach's noch heißer. Mein Freund. Na, mein lieber kleiner Bauer, genießt du meine Gastfreundschaft? Oh ja, reichlich. Dies hier ist mein Lieblingszimmer. Nee, hör zu, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Für mich? Aber zuerst musst du etwas für dich tun. Ich möchte, dass du die anderen Mitgefangenen ein wenig aufmunterst, ja? Die haben hier so wenig Amüsement und deshalb möchte ich, dass du dich dort hinüberstellst. Und die Gefangenen genau an dieser Stelle aufmunterst. Es muss genau an dieser Stelle sein, verstehst du? Wegen des Lichts auf deinem zauberhaften Gesicht. Du munterst also diese Gefangenen auf und dann bekommst du sie. Ich meine deine Überraschung. Ja, alles klar. Hörst du mal, was für eine Überraschung ist denn das? Was zum Essen? Wenn du gern fette Sachen isst, dann kannst du es essen. So, und jetzt stell dich da hin und tu, was ich dir gesagt habe, ja? Vielen Dank.
Ach, was soll ich so machen? Singen oder tanzen oder dreckige Witze erzählen? Das ist mir völlig egal. Und wenn du durch den hohlen Zahn pfeifst. Naja, von mir aus kannst du auch singen und tanzen, aber du musst an dieser Stelle hier bleiben. Und mach es schnell, solange es noch heiß ist. Ich meine, solange wir alle heiß auf dich sind. Darf es auch ein schmutziges Lied sein? Ein schmutziges Gefangenenlied für diese schmutzigen Gefangenen. Jawohl. Los, sing das Lied, aber pass mir ja auf, dass du am richtigen Fleck stehst. Du weißt wegen des Lichts, nicht wahr? Also los, los, los. Sing, sing, sing. Na, na, na. Kann ich eine Gitarre haben? Ich kann das irgendwie besser bringen, wenn ich eine Gitarre habe. Nein, 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 nein. Du kannst dich auf deinen Schnurrbart begleiten. Los, mach schon. Sing jetzt ein schmutziges Gefangenenlied. Los, los, sag schon. Sing. Hör mal, ich wüsste noch ein besseres Lied, das wäre... Du sollst singen! Hörst du, du sollst singen, du verdammter Blödjan! Alles, was ich von dir erwarte, ist, dass du dich hier hinstellst und ein Lied singst. Irgendein Lied! Ein Lied! Tralali, tralali, tralala! Tralali, tralali, tralala! Tralali, oh, oh, nein! Oh, oh, ah! Oh, ah! Oh, 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 oh. Was ist das heiß? Na, hilf mir! Hilf mir doch! Hilf mir doch! Ich bin wahnsinnig! Ich schreie mir vor Wut! Hilf mir! Das war ein sehr schönes Lied, Pobak. Du solltest uns mal den Text beibringen. Ich bin hier drüben, mein Bruder. Hier bin ich. Hier bin ich doch, ich bin ja bei dir, mein Bruder. Ganz ruhig, mein Bruderherz. Ich bin ja bei dir. Da bringe ich euch Wasser, gutes Trinkwasser. Nein, das glaube ich ja nicht. Pups, dieses Stinktier in mein gutes Trinkwasser. Also nein, nein, nein. Also, das wäre dann nur noch Jauche gewesen. Also hört zu, es stehen Pferde im Stall. Wir treffen uns im Gasthaus des Dorfes. Und nun lauf, lauf. Hier bin ich, Freunde! Auf ihn, Männer! Auf ihn ist mehr die Leiter unter ihm. Warum redest du Französisch mit mir? Geheimnis! Kuckuck! Also dann, jetzt hole ich mir ein Pferd und reite in die Stadt. Wer von euch hat Lust? Also du, ja komm, wir ordnen die Stadt, mein Baby. Ist ja gut, du musst ja nicht, wenn du nicht willst. Kannst da bleiben und weiter pennen. Tut mir leid, ich wollte dich nicht beißen, ne? Warum müssen Pferde eigentlich so riesengroß sein? Mann, nun sieh dir das an. Das ist ein Elefant. Willst du ein paar Salzstangen oder Erdnüsse? Braves Pferd. Ich brauche ein nettes, kleines, freundliches, mittelgroßes, vielleicht ein Esel, der schon aufgesattelt ist. Hi, was hatten wir denn zum Essen? Ich liebe Pferde. Am liebsten medium gebraten. Mit Kartoffeln. Hi, Pippi. Hi, Pippi. Willst du ein bisschen in die Stadt reiten? Ah, du bist zauberhaft. Oh, gute Idee. Bin gleich wieder da. Da wo ist der? Oh, du hast meine Nachricht bekommen. Eigenartig, ich habe sie doch noch gar nicht weggeschickt. Oh. Hey, du da, was machst du denn hier drin? Du darfst doch gar nicht hier drin sein. Brauchst dich gar nicht zu verstecken. Ich habe dich gesehen. Du glaubst ja gar nicht, was du für einen Ärger bekommen hättest, wenn dich ein anderer entdeckt hätte. Was für ein Glück, dass ich es war. Bleib, wo du bist. Warte, ich will dich mal ganz genau ansehen. Weißt du, ich suche nämlich schon seit langem so einen Hengst wie dich.
Mann, hast du einen Riesenarsch. Du bist göttlich. Ich kann's kaum erwarten, weißt du was? Ich werde mich morgen früh davonschleichen und einen schönen langen Ritt mit dir machen. Wir werden es so lange machen, bis du umfällst. Und dann suche ich einen wundervollen See, in dem ich dich bade und massiere. Du magst es doch sicher, massiert zu werden. Und dann werde ich dich mit irgendwas bedecken, um die schrecklichen Fliegen fernzuhalten. Lüft sie auf! Los, komm schnell! Schnell! Halt mein Taschentuch! Halt! Halt! Du Armbies! Halt! Hallo! Ich habe meine Hand vergessen. Hier ein Küsschen. Hier, nimm das. Du musst jetzt gehen. Beeil dich. Flieh, mein Bruder, ich halte sie derweil in... Was meinst du denn? In, Heimer! Nein! Na was denn? In Schach! Bruder, warte, warte! Kartoffelkäfer wie euch pflege ich zu zerquetschen. Das sind meine Freunde, Bruder. Wir haben einen Wer-ist-der-beste-Schluckspecht-Wettbewerb veranstaltet. Ja, und ich hab gewonnen. Ja, alles klar, Jungs. Das ist mein Bruder. Na komm, setz dich, Bruder. Du bist ja wie Jens der Alki. Wo warst du? Ich bin heim nach Heim geeilt, um dir zu helfen und habe mir ein Schwert geholt. Also, das nennt man Bruderherz. Komm, schütt einen auf, damit der Pegel nicht so absackt. Du riechst ein bisschen so. Ich rühre dieses Teufelzeug nie wieder an. Wenn du wüsstest, was dir das antut. Hm. Ah, das mein lieber Bruder. Ich hab dich so gern. Unheimlich, 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 unheimlich. Unheimlich, ja. Gerne als mich. Unheimlich, hey. Unheimlich gern. Und alles, was dir gehört, gehört dir. Weißt du das? Hast du das gewusst? Wie? Alles klar, mein Bruder. Das ist meins. Ich streng nach Pferd. Das ist er. Eine wunderschöne Dame hat's mir heute Abend gegeben, Bruder. Sie hat mich im Stall gesehen und sich affenartig in mich verknallt. Na, ist ja auch klar. Du lügst. Weil ich das nämlich von dem herrlichsten aller Mädchen bekommen habe, dem allerherrlichsten. Sie ist so göttlich. Sie hat's mir gegeben und dann hat sie mich geküsst. Ja, zu, mein Bruder. Ich will deine Gefühle nicht verletzen, aber sie hat dich vielleicht geküsst, aber verknallt ist sie in mich. Sie hat gesagt, dass wir morgen einen Ritt machen. Du lügst! Und jetzt kein weiteres Wort mehr über die Frau, die ich so liebe. Bleibe mich! Sie wird mir als Saskia. Nur mir allein! Ist ja gut, ist ja gut. Ich schick sie doch nicht ins Tierheim. Nein, sagst du was nicht. Sie ist mein Mädchen, sie gehört mir. Also sag nicht, sie gehört mir. Und nicht, sie ist mein Mädchen. Ach so, na klar, du hast recht. Sie ist nicht dein Mädchen, sie ist mein Mädchen. Alles bereit? Dann los! Ey, Mann, wirklich, das ist echt blöd, weißt du? Fechte schon! Bruder, ich will dir nicht wehtun, weißt du? Du wirst mir keinen Ritz versetzen. Los, lass uns kämpfen!
Ich kämpfe nicht gegen dich. Bring mich nicht in Verlegenheit vor deinen Freunden. Ich bring dich nicht in Verlegenheit vor deinen... Au, oh, Mann, das tut weh. Oh, du Volltrottel, gib her das Ding. Ja, so. Ah. Gib mir das. So. Da ist sie. Oh, sieh mal, da ist sie. Und der Pferd scheut. Das Pferd. Was? Sie ist sein Pferd? No. Ich bin fertig. Oh, du bist so wundervoll. Das gefällt dir wohl, hä? Ja. Oh, etwas Ähnliches hat noch nie jemand mit mir gemacht. Meinst du, du könntest es nochmal tun? Nochmal? Oh, nur ein klitzekleines bisschen. Oder bist du zu müde? Oh nein, nein, niemals zu müde. Oh, gut. Ja, das kann ich den ganzen Tag machen. Also genau gesagt, damit habe ich früher meinen Lebensunterhalt verdient. Ich habe mal für so einen Knilch gearbeitet. Also besser gesagt, nee, ich hatte mal eine Pferderanche in Mexiko. Ach, und oh ja, wir hatten 1 Million Pferde. 1 Million? Oh ja, ja. Ohne die Fliegen. Und was für Pferde? Oh, sie waren braun, die meisten jedenfalls. Ja. Und du hast sie ganz alleine gezüchtet? Nein, dafür hatten wir einen Hengst. Obwohl ich mich erinnere, dass mein Vetter manchmal... Na, reden wir nicht drüber. Hör mal, ich kann mir gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der sich mit Pferden auskennt. Alles kein Problem. Man muss einen Pferdeverstand haben, weißt du? Die meisten von ihnen wollen behandelt werden wie richtig kleine... Was ist denn das? Oh, entschuldige. Das ist nur mein Schwert. Ich bin Linksträger, weißt du? Möchtest du es mal sehen? Oh nein! Ist doch besser so. Ich könnte es dir sowieso nicht zeigen. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, zeige niemals jemandem dein Schwert. Es sei denn, du willst es benutzen. Meins ist kaputt. Kaputt? Wieso? Naja, habe es jahrelang missbraucht. Zu blöd. Ich habe es einfach überall hineingesteckt. Sogar in Wassermelonen. Nur zum Üben. Und einmal habe ich es in einem Baumstamm gesteckt. Da ist die Spitze abgebrochen. Oh, wie furchtbar. Es hat mir unheimlich wehgetan. Aber das macht nichts. Ich bekomme schon ein neues. Und wie willst du das anstellen? Na, deshalb muss ich ja ins Schloss. Ich bin sicher, da haben sie gute Schwerter. Ja. Ich brauche ein gutes, ein starkes. François hat ein fantastisches. Aber es muss auch groß sein. Oh, Pierre. Ja. Oh. Aber seins ist zu mächtig. Zu mächtige kann es gar nicht geben. Nicht, wenn man sie handhaben kann. Weißt du, manchmal, wenn sie groß genug sind, dann muss man sie nur vorzeigen und schon laufen alle davon. Das habe ich auch getan. Ich glaube, er hat dich richtig gehört. Braves Pferdchen. Ich liebe Pferde. Wir haben sowas Tierisches. Oh, das ist mein Spaß.
mein Bettchen, Küsschen. Ich hab eine Idee. Ich weiß jetzt, wie wir ins Schloss reinkommen. Gut. Wie? Siehst du den Knilch da drüben? Der Typ in Rot? Nein, der Typ da drüben. Oh, der Koch. Nein, nicht der Koch, der Typ da drüben. Der Knilch mit dem Pferd, wir stehlen ein Pferd. Nicht der, der Typ da drüben. Der Typ in der Rot? Der Typ, genau der. Das ist der berühmte Marquis de Nepel, ein weltberühmter Liebhaber. Neben dem ist Casanova ein Waisenknabe. Er ist trisexuell. Trisexuell? Er treibt sich mit allen Männer, Weiber, Hühner. Für sowas haben wir keine Zeit, Bruder. Wir müssen ins Schloss, das ist wichtiger. Genau, da will ich ja auch hin, jetzt hör mir doch mal zu. Morgen will er zum Schloss zum Geburtstag der Königin mit seinem ganzen Gefolge und wir gehen mit. Aber man wird uns erkennen. Daran habe ich auch schon gedacht. Siehst du den Kerl da hinter uns? Ja. Das ist der Friseur der Königin. Ein richtiger Modefex. Er ist Spanier, gerade aus Spanien gekommen. Und außerdem ist er so schwul wie ein Dampfbügeleisen. Hör auf, Bruder, nicht doch. Sowas könnte ich niemals tun. Du weißt doch, ich war nie mit einer Frau richtig zusammen, geschweige denn mit einem Mann. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll. Jetzt hör doch mal zu. Siehst du den anderen Kerl, mit dem er da Finger hakelt? Ja. Das ist Nostradamus, der Mistkerl, Mystica. Also, ich werde dich jetzt rauslocken und dann folgst du mir still nach. Hm? Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann das nicht. Wieso nicht? Gedanke macht mich ganz krank. Ich kann das. Ich meine, was machen die denn? Küssen die sich etwa zuerst? Also mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Hör auf zu winseln. Ich locke sie raus und du folgst mir. Verstehst du? Und was dann? Dann haust du ihnen was über die Rübe. Oh, sowas kann ich perfekt. Na, siehst du gut, okay. Aber wie willst du sie rauslocken? Da habe ich so meine Tricks. Con permesso. Da, Arschkitzel mit Federn. Monsieur José. Man sagt José. Gracias. Ay, querida. Ich sei so glücklich, euch kennenzulernen. Danke viel für Einladung. Habt ihr herrliche Casa hier. Und wie geht Haarpracht? Danke vielmals für Einladung. Ich das alles wieder träuseln. Ich bin's. Wir sehen uns später. Gracias por todo, gracias. Oh, mein Süßer. Warum sollen wir uns erst später treffen? Warum nicht gleich jetzt? Monsieur, das! Bedauerlicherweise waren Sie nicht gerade Meister in der Darstellungskunst anderer Personen. Aber Ihre Entschlussfreudigkeit glich das völlig wieder aus. Dass Sie auf Zukunft schauen könnt, Matthias, Majestät. Und Sie wussten, dass die Prinzessinnen bereitwilligst die Pfade der Liebe beschreiten würden, falls sich diese Chance ergeben sollte. Doch selbst diese Versuchung konnte Sie nicht aus dem Gleichgewicht bringen, mit welchem Sie Ihr Verkleidungsspiel weitertrieben. Oh, ich bin ja so froh, dass ihr hier seid. Ich bin dir doch viel froher, dass ich hier bin. Es ist alles so wahnsinnig lustig. So, jetzt mal kurz umdrehen. Herzlich gern. Na, wie das geht. Sag er mir, wie ist das jetzt in Spanien? Ach wirklich, das ist am Arsch. Er verzeiht am Ende der Welt und wer will schon über das Ende der Welt reden? Also jedenfalls das Ende. Hoch ist das heiß. Stimmt es, was man sich über die spanische Königin erzählt? Ich weiß nicht, was man sich über sie erzählt. Oh, dass er eine Platte hat. Eine Platte? Aber dafür ist ja den Beinen behaart wie ein alter Bergkavian. Und was ist mit ihren vielen Liebhabern? Warum glaubt ihr wohl, nennt man sie das Karnickel? Oh, Königin Karnickel! Sie ist wie eine Türklinke, jeder hat sie mal in der Hand. Toller Witz. Witz.
Ja, ich finde, man sollte eine Toreinfahrt nach ihr benennen. Seid mir gegrüßt, o Bauernvolk! Ich bringe gute Nachrichten. Die Revolution läuft prächtig und schon sehr bald werde ich in der Lage sein, euch aus eurem elenden Dasein zu befreien. Aber seid vorsichtig und habt Vertrauen. Also, adieu und so. Ja! Mein Knie, Kacke. Darf ich mal was ganz Persönliches fragen? Natürlich, Mann. Wo ist das Zimmer Ihrer Tochter? Oh, die Süße. Sie ist ja so entzückend und dem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten. Was ist denn mit dem Papa passiert? Den Schlingel sieht man ja nie. Nun ja, er war mit dem Comte Bubac auf der Jagd und seitdem hat man ihn nie wieder gesehen. Ich traue diesem Bubac nicht. Das ist eine ganz hinterlistige Schlampe. Naja, aber irgendjemandem muss man doch vertrauen. Es ist sehr, sehr schwer, Königin zu sein. Ich war auch schon mal Königin. Königin der Nacht. Unser mystischer Freund hier hatte es sich zum obersten Gebot gemacht, eine Waffe zu finden, die groß und stark genug war, um Freund und Feind einschüchtern zu können. Ich würde mir nie erlauben, euch anzulügen. Es ist die Wahrheit. Sie waren so groß, dass sie glaubten, niemand würde sie bemerken. Sie wollte einfach ein Kleid drüber ziehen und niemand hätte es gemerkt. So dämlich war sie. Und niemals hat sie mir Trinkgeld gegeben. Oh. Na, wie fühlt sich das an? Tut sie gut, die heiße Luft? Ja. Wundervoll. Wie bei Vollmond in Malaga, Malaga. Ich möchte wunderhübsch aussehen bei meinem Rendezvous mit Marquis de Nippel. Och, ihr werdet ganz köstlich aussehen, meine Teuerste. Ihr werdet so aussehen, wie ihr noch nie ausgesehen habt. Und jetzt entspannt euch eine Runde und schlaft ein wenig. Ich werde euch kräftig durchpassieren, dann seid ihr ganz ruhig und entspannt. Mein Liebling, ich habe dich überall Oh, meine Güte, wenn er doch bloß vorsichtiger wäre. Oh. Der Teppich flust. Pardon. Oh. Mann, du hast mich ja zu Tode erschreckt. Was hast du denn mit der armen Frau gemacht? Gar nichts habe ich gemacht. Ich habe nur ein bisschen Unkraut gejätet und dann ist alles rausgekommen. Du hast sie völlig verunstaltet. Das ist toll. Es ist irgendwie ein kleiner Sieg oder doch ein großer. Oh mein Gott. Das bin ich ja. Hey, warum hast du mir nicht gesagt, dass ich aussehe wie... Pobak? Kein Wunder, dass die Bauernbrüder nicht mit mir reden wollen. Die alte sieht aus wie eine rasierte Kartoffel. Ich muss ihr den Kaffeewerber aufsetzen. Hölle, Sack und Schleifstein, ich muss aus diesen Sachen raus. Du, sie riecht so komisch. Das ist die adlige Unterarmnässe, Bruderherz. Verstehe. Da ist doch die Leichenfarbe drauf, Bruder. Da steht dir sehr gut. Oh. Bruder. Sie sieht aus wie Miss Universum, das reicht. Ja, toll. Na los, hauen wir ab. Komm. Ciao, Bella Glazzi. Na, Mausi. Warte, bis du sie siehst, Bruder. Da gibt es ein paar, die sind einfach unglaublich. Wovon redest du denn? Folge mir nach. Da drin sind sie. Da sind sie. Ui. Wenn wir die nur da wegholen könnten. Ja, zuerst müssen wir sie mal besoffen machen. Hey, Ladies, kleine Orgie angesagt. Hey, bin ich schon durch die Gesichtskontrolle? Hey, ihr Suppenhühner. Hast du schon mal eine einäugige Hosenschlange gesehen? Oh, pardon, wollte ich nicht. Hey. Ist denn jetzt Melonenzeit, ne? Ich brauch das. Oh, du.
Das ist doch... Oh nein! Oh nein, wie entsetzlich! Hey, wartet doch mal, das seid ja ihr. Das ist ein Missverständnis. Wartet doch! Hey. Ihr könnt doch nicht einfach... Hey. Wartet auf uns! So wartet doch! Wartet auf uns! Wohin enteilt ihr, Schwestern? Süßes Engelchen, wo bist du? Komm raus, Baby, ich weiß, dass du da bist. Komm schon, Baby, lass uns nicht Versteck spielen. Ich weiß doch, dass du mich willst. Ich will dich auch. Was glaubst du, warum ich so angezogen bin? Hey, Baby. Oh, pardon, Schwester. Nun komm schon, Süße. Diese Puppen haben mir nichts bedeutet. Seit du mich an diesem Morgen so angeblickt hast. Also, ich kann an andere Mädchen gar nicht mehr denken. Ich denke nur noch an dich. Nun komm schon, Kleines. Ich werde dich woanders hinbringen. Raus aus der Zivilisation. Wir machen in Mexiko eine Würstchenbude auf und lieben uns von morgens bis abends. Ich bin ein König und du meine geliebte Königin. Du erbst auch meine Goldzähne. Sag mir, wo du bist, kleines süßes Kätzchen. Nun komm schon raus, Süße. Oh, Liebling, du machst mich so glücklich. Oh, ich will dich, nur dich. Ich brauch dich. Und ich will dich jetzt haben. Ja, das wirst du auch, mein Süßer. Lass mich zufrieden. Ich will keine Intellektuellen. Die sind mir einfach zu blöd. Du musst keine Angst haben. Ich bin kein Intellektueller. Ich bin ein Revolutionär. Kennst du mich denn nicht? Das sieht man mir doch an, oder? Nun, Holde? Oh, jetzt weiß ich, wer du bist. Sag mal, was hast du denn in dem Zimmer mit all diesen Mädchen gemacht? Ich habe mein Schwert gesucht. Haben die etwa dein Schwert berührt? Ja, sie haben es für mich gehalten. Sie haben es gehalten? Ja. Du hast gesagt, das wäre meine Aufgabe. Oh, mein Käschen, mein Häschen, hör mir doch mal zu. Du sollst mir zuhören. Ich habe dich überall gesucht. Soll ich dir mal was erzählen? Dann hör mir gut zu, ja? Nichts, nichts. Ich habe dir so viel von meiner alten Liebe zu erzählen, jetzt hör mich... Du schreist ja gar nicht. Warum nicht? Warum schreist du nicht? Es tut nicht weh. Glauben Sie, dass das weh tut? Es tut nicht weh. Nun lassen Sie mich runter. Warte. Ich bin nämlich Katholik, ich darf sowas nicht tun. Verdammt, das ist ja schlimmer als Inquisition. Oh, Mann. Komm schon, du alte Schnalle, lass mich das runter. Das wird aber jetzt wehtun. Oh, mein Gott. Oh, ja, ach, diesen Ding sind schon viele junge, starke Männer verweckt. Das ist Montezumas Rache. Sehr merkwürdig. Stimmt irgendwas nicht? Ja, macht Spaß. Kannst du mich zur Abwechslung nicht mal mit Stachelbeeren bewerfen? Jetzt werden wir was für deinen Kreislauf tun, mein Süßer. Nun komm her schon auf, lass mich runter. Ich muss tierisch aufs Klo. Du wirst bald nie mehr aufs Klo müssen. Keine Angst, diesmal spürst du was. Dir werde ich beibringen, meine Schmerzen zu spüren. Verdammt doch mal, warum schreist du nicht? Wenn du mich nicht sofort runterlässt, spucke ich dir ein drittes Auge auf die Stirn. Lass mich runter! Das ist Pobak. Er hat meinen Bruder. Jetzt wird's aber saukalt. Hier hast du eine Decke oder sowas? Oh, verflucht, er ist unmenschlich. Er wird mir den Tod bringen. Und ich kann's nicht mal genießen, ich arme Witzewicht. Ha 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 ha!
Sein Bruderherz ist in argen Schwierigkeiten. Ah! Oh, warte! Warum brüllst du nicht endlich? Bist du besoffen oder warum keuchst du denn so irre? Verschwinde weg, er gehörte mir. Das ist eine ganz ekelhafte Tour. Ach, Nostradämchen, los, mach mit. Wir brauchen ein bisschen frisches Blut. Freut mich sehr. Autsch, mein Auge. Die Sau hat mich geküsst. Oh, pass auf, was jetzt kommt. Wenn Sie wenigstens Gummiunterwäsche tragen. Stell dir mal die Füße fest, Süßer, die Füße. Ich liebe es, gefesselt zu werden, wenn ich die Pumps trage. Danke, danke, denn Anna darfst du auch anschnallen, wenn du so liebenswürdig sein würdest. Danke. Ach, du bist ja so reizend, mein Süßer. Ach ja, genau so. Gut und fest. Ah, wunderbar, ah, wunderbar. Ah, ah, und jetzt peitsche mich. Ja. Ich peitschen? Na, so gut. Peitsche ich dich. Nein, Bruder. Wir haben keine Zeit. Zum Peitschen hat jeder Zeit. Wir müssen mein Volk befreien. Was? Habt ihr noch eine andere Party? Ist es auch eine Lederparty? Och, dann nehmt mich mit. Bitte, bitte. Nein, nicht abhauen. Och, peitscht mich. Ich bin ein völlig normaler Masochist und habe ein Recht darauf. Hier laufen nur Verrückte rum. Ich habe keinen gesehen. Wo sind denn diese Wärter? Hier sind keine Wärter, Mensch. Komm, lass uns abhauen. Nein, wir müssen uns den Weg freikämpfen, Bruder. Wir können hier nicht kämpfen. Komm, lass uns endlich weg. Du hast recht. Hier auf der Treppe kämpft es sich schlecht. Aber hier unten, auf dem Absatz, hier kämpft es sich sehr gut. Guard, get out here, fight! Bist du denn total verblödet? Komm schon, komm schon! Zurück, zurück, es ist ein Irrtum. Da kommt her, kommt her! Nicht davonlaufen, kommt zurück ihr und kämpft! Mich auf ihn, geht lasst euch nicht irre machen! Mein Bruder ist betrunken! Nein! Kommt zurück! Kommt schon, ihr Feiglinge, lasst uns kämpfen! Ich bin wirklich nicht betrunken! Da bist du ja! Hinfort in deine Kemenate! Ich hab dich überall gesucht! Oh. Wehe, ihr krümmt ja auch nur ein Haar! Ja, wehe! Oh, oh, oh. Nicht wehtun! Oh. Wir geben auf! Was ist hier bloß los? Ich werde verrückt! Ich werde verrückt! Ihr Mistkerl, ihr Widerlichen! Mistkerl, sie haben mich nicht ausgepeitscht! Ausgelassen! Schweine! So, Freundchen, wir haben euch gefangen, was? Und ihr wolltet mich nicht auspeitschen, oder? So werde ich euch jetzt zu Tode peitschen! Du magst uns peitschen können, Pobak, aber schlagen wirst du uns niemals! Die korsischen Brüder! Meine Freunde, ich warne euch. Irgendwann muss jeder lernen. Fehlt nicht mit mir! Ins Verlies mit ihnen! Los! Keine Angst. Menschen, die eine Rille wutz, ich lerne das nie, Bruder. Oh, Mutter, eure Haare! Hör auf, sag nicht Mutter vor allen Leuten! Ja, ich sehe es, Bruder. Was siehst du? Ich sehe den großen Bären. Essen! Wessen Bären? Oh, ich sehe auch die Venus und ich sehe den Mond. Alles, was ich sehe, ist dein Hintern. Es ist hier draußen, Bruder. Wir haben Glück. Nämlich, wenn das der große Bär ist, dann bedeutet das, dass der Polarstern... warte mal, man nimmt den Stern von der Tasse und bringt ihn mit dem Griff zusammen und dann... Weißt du, was ich sehe? Ich sehe einen riesigen Idioten, der vor mir blöde quatscht. Was soll das? Warum müssen wir andauernd kämpfen? Warum konnten wir nicht einfach die Kurve kratzen, als wir noch eine Chance dazu hatten? Oder es gibt Dinge im Leben, vor denen man nicht davonlaufen kann. Wenn diese Revolution Bestand haben soll, dann müssen Männer wie ich einfach kämpfen. Obwohl die Sache hoffnungslos ist. Wir müssen kämpfen, um unsere Brüder von den Fesseln des Jochs zu befreien. Von welchen Brüdern redest du? Ich sehe keine anderen Brüder außer mich selbst und du tust nichts anderes, als dass du dich und mich von anderen schnappen lässt. Hast du schon mal daran gedacht, dass du vielleicht der einzige Anhänger dieser Revolution bist? Also mal gerade heraus, wo sind denn deine Mitstreiter? Werdet ihr Anhänger von diesem Typ einer Revolution? Natürlich nicht, weil ihr keine verstümmelten Gehirne habt.
Und wer folgt ihm jetzt? Ich habe eine Idee. Schnell, zieh deine Sachen aus. Hey, warte einen Moment, wir sind Brüder. Also nun mach schon und zieh deine Sachen aus, ja? Nun, so lange warst du auch wieder nicht im Knast. Dieser Strick müsste reichen. Hör zu, wenn wir uns wirklich erhängen, dann möchte ich der Erste sein, der geht. Ich bin müde und hungrig und außerdem ist mir kalt. Wenn ich nur einen Weg wüsste, um durch diese Eisengitter hindurch zu schlüpfen. Hey, pass mal auf da oben! Wirklich erstaunlich. Wenn französisches Brot alt wird, ist es hart wie Stein. Ui, na und? Das könnte haargenau das richtige Werkzeug sein, das wir gesucht haben. Ich glaube, jetzt komme ich durch, Bruder. Geschafft! Schnell, wirf mir den Strick zu! Halt ihn fest, Bruder! Mach ich ja! Ich rieche die Freiheit! Und ich rieche Essen! Oh! Ich glaube, ich habe schon Halluzinationen! Oh! Oh! Hühner! Oh! Oh, warte! Die Revolution. Die 5000. Hinrichtung, der korsische Bruder, Ort der Palast, Zeit Sonnenaufgang. Bringt eure Kinder mit. Chong aber zählte nicht zu der Sorte Männer, die ihre Brüder vergessen. Er erinnerte sich daran, wie sehr sie sich geliebt und aneinander gehangen hatten während der langen Jahre ihrer Trennung. Wie tief das Schicksal des einen stets den anderen betroffen hatte. Und so stärkte seine Treue, seine heldenhafte Entschlossenheit. Und für seinen geliebten Bruder Cheech begann Chong seine Bauernfreunde um sich zu scharen, um der Unterdrückung für immer ein Ende zu bereiten. Räumt zusammen und hört mich an! Kommt her, meine Hühner, meine Brüder, und hört mir zu. Wir haben lange genug wie elende Hunde gelebt. Darum müssen wir kämpfen, um uns zurückzuerobern, was uns gehört. Wir müssen diese widerwärtige, korrupte Regierung stürzen. Wir selbst müssen regieren. Steht ihr hinter mir? Nun gut, dann auf in den Kampf. Wir haben heute einen besonderen Anlass, denn heute haben wir die 5000. Hinrichtung in diesem Monat, richtig? Ich bin euch sehr dankbar, euch allen, euch schmutzigen Bauern, die ihr euch so viel Mühe gebt, um zur Steigerung der Produktivität beizutragen. Und aus diesem besonderen Anlass haben wir eine ganz besondere Hinrichtung. Es geht um keinen anderen als um den widerlichen, schwatzhaften, dreckigen Bauern, den korsischen Bruder. Vielleicht möchtest du, schmutziger Bauer, noch gerne ein letztes Wort sagen. Hubak! Das Einzige, was ich sagen will, ist, du hast mich in einen Kerker gesperrt und du hast mich geschlagen.
Du hast mich gequält. Und du hast mich sogar geküsst. Und ich möchte, dass diese Leute das wissen. Dass das Einzige, was du wirklich getan hast, ich hab so einen riesen Hunger. Und sowas sollte man einem Mexikaner nie antun. Mir steht eine letzte Mahlzeit zu. Eine letzte Mahlzeit habe ich nicht bekommen. Ich würde sogar ein französisches Gericht essen. Danke für diese bewegenden Worte. Es tut gut zu wissen, dass wir wieder mal einen zufriedenen Kunden haben, nicht wahr? Oh, da sind Ameisen im Korb. Ich bedauere nur zutiefst an diesem zauberhaften Nachmittag, dass der andere korsische Bruder, der Revolutionär, bereits tot ist. Denn nichts würde mich mehr erfreuen, als wenn ich dem Tod seines dreckigen Bruders beiwohnen könnte. Auf! Tobak! Mir ist, als hätte ich Scheiße vor den Augen. Der tote korsische Bruder. Ich nehme deine Einladung an. Sein dreckiger Bruder darf nicht entkommen. Exekutiert ihn. Thank you.
Ja! Bist du also? Jetzt bist du erledigt. Ja, du Krochenschwein! Du elender Unruhestifter! Warum hast du mir nicht erlaubt, dich an deinem schmierigen Hals aufhängen zu lassen? Nein, du musstest ja revolutionäre Ideen haben. Du hast meine geliebten schmutzigen Bauern gegen mich aufgehetzt. Noch eine einzige Hinrichtung. Mehr hätte ich nicht gebraucht für meinen Rekord. Du hast mir den Spaß verdorben. Und jetzt, mein Freundchen, jetzt wirst du merken, dass ich nicht länger ein sanfter Bubi bin. Und so kam es, dass Frankreich von der Tyrannei befreit wurde und in eine lange Ära des Glücks eintrat. Der miese Pobak war gestorben, wie es ihm gebührte. Und von Cheech und Chong kann man sagen, dass ihnen ein ganz besonderes Schicksal widerfuhr. If I could be the one you love, if you would let this dream come true, then I would ask for nothing more but to live life loving you. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Ich war noch nie verheiratet. Lass das mit den Fingern. Ich werde sofort schwanger. Wie lange soll das hier dauern? Ich habe eine Reitstunde. Sag mal, wo ist denn überhaupt dein Bruder? Oh Mann, seine guten Tage sind vorbei. Ich werde seinen Strick sofort abschneiden. Ich glaube, ich brauche einen Drink. Warte. Du kannst warten, hörst du? Du musst ihm einfach Manieren beibringen. Ja, wir werden in die Oper gehen, ins Ballett, ins Theater. Und ich lasse ihm zeigen, wie man tanzt. Und Arien singen. Ich werde ihm beibringen, anders zu gehen, anders zu reden und anders zu essen. Seine Kleidung, seine Hosen, seine Jacken, seine Haare. Oh, ich glaube, dass ich eine ganze Menge zu tun habe. Ja, wir werden einkaufen gehen nach Paris und Mutter besuchen. Hey, Cheech! Oh. Lass uns sofort abhauen! Und so stahlen sich die korsischen Brüder aus der Historie. Steig, Bruder! Hey, Mann, lass uns in die Staaten gehen und deine Revolution aufmachen! Ist klar, Mann, ich bin dabei!
Captain Duffy, you must slow down. I think I'll see you, please let me off the bus, Nadine. Honey, is that you? Oh, Nadine. Honey, is that you? Seems like every time I catch up with you, you got something else to do. I saw her from the corner as she turned and double back. She was stepping towards a copper color Cadillac. Moving through the crowd, trying to get to where she's at. I was campaign shouting like a southern diplomat on that day. Honey, is that you? Looking all around, saw her get into a yellow cab and take her to town. Bought a load of taxi, paid up everybody's debt. Took a $20 bill, told him, get your yellow cab.